Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Trek Online mit eurem Lieblingshut, dem Don. Ich hoffe, dass ich euer Lieblingshutträger zumindest bin. Ja, es ist ja immer noch Delta Rising Rekrutenzeit und ja, es wird Zeit, dass ich auch mal auf Föderationsseite einen anfange. Ich hoffe ja, dass zum Zeitpunkt dieses Videos mindestens von den Klingonen schon einer da ist. Ich hoffe, dass ich mich hier mal in letzter Minute umentscheide. Ich bin nur gerade ein bisschen unentschlossen, was ich mache. Wir haben ja bei den Klingonen, hoffe ich, doch diesen Intalaxianer genommen. Bin nicht ganz sicher, was wir jetzt bei der Föderation machen. Ich habe ja schon ein paar Charaktere am Laufen. Ich habe auch schon Kaitianer, Frage ist, eine Andorianerin. Befreiten Borg. Sind mal diese Fragen. Ich schaue mal ganz kurz rein. Ich glaube, ich werde aus dem Wissenschaftler machen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt schon dieses Aussehen, was man da Möglichkeit gibt. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt. Ui, das leuchtet aber ganz schön rot, Mädel. Du gehst ja wohl gleich hoch, wa? Mal schauen, was es da für Implantate gibt. Wie cool die aussehen. Da, sowas an der Seite. Böse. Das leuchtet jetzt auf der anderen Seite. Ach, das kann man auch noch fahren. Das ist natürlich gut, dass man seine Farbe ändern kann. Das macht sich natürlich extrem cool. So ganz auf der Augenseite, da unten drunter. Höre, wie schaut das aus? Was? Achso, da müsste ich jetzt kaufen. Nee, kaufe tue ich mal nicht. Kann man jetzt einfach mal so ein Ding dran pappen? Weiß noch nicht. Also ich schaue mir das jetzt mal ganz kurz an, wie das aussehen würde. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich mal 7 of 9 Style mit einem schönen Blö. Was gibt es noch? Augenbraue, dick erhöht, mittel Standard. Ganz klassisch Mensch. Borg fixiert. Also man kann es auch relativ normal aussehen lassen. Cool. Gefällt mir. Hauttyp Haut, also bin ich ja froh, dass es Haut ist. Okay, man kann so ganz normal die Farben wechseln. Make-up. Dem roten Licht. Wo kommt das rote Licht her? Sag mal, das sieht ja. Ich bin mich da nicht so ganz Augen reflektierend humanoid. Eng. Oh, das sieht aber ein bisschen androidenmäßig aus, wa? Ohren. Wie, die Ohren sind borgifiziert? Okay, einfach weil sie dunkler sind. Ohrringe. Kann man anpappen. Ach, hier habe ich sogar schon gehabt, cool. Hartracht. Gibt es da auch irgendwie was? Zopf, mitteldicke, lange Lock, da. Glatt drücken. Neumutig elegant. Oh, ich habe einen leichten Zupfen. Das ist neumutig elegant. Na, ich weiß ja auch nicht, was das sein soll. Punk. Gab es den Punk schon immer? Oh, Punk ist ja dann direkt zu Ohren, Augen. Punk, wo sind die Ohren hin? Der Augen hin, die Haartracht. Scheiße. Da müssen wir aber das gefällt mir jetzt, glaube ich, gerade. Wo ist denn hier? Das sieht aus wie in der Chemiebrühe gebadet als Wissenschaftler. Das gefällt mir. Ich glaube, ja, es könnte vielleicht tatsächlich ich weiß, besonders. Kreativ ist es ja noch nicht. Leider verdecken die Haare so viel von der Hardware. Finde ich ja fast ein bisschen schade. Wieder so auf die andere Seite, oder?
Waren das auch normale Augen? Was kann man da noch für Zeug rein? Ein Auge befestigt. Ah! Jetzt kommen die Sachen. Wir haben da einen Laser. Auge befestigt mit Burg. Na, was haben wir denn noch? Das ist dann, glaube ich, die Burg-Variante eines MP3-Players, oder? Burg 2, 3, das ist dann wahrscheinlich dann ein Kleinrechner. Ach nee, das ist das Handy. Hier ist die Antenne für den Empfang. Natürlich. Ist da irgendwas? Ja, eine Brille können wir alle mal drauf packen. Das Ding sieht irgendwie nur noch bekloppt aus, ich weiß auch nicht. Brille. Wir haben ein MG im Auge. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu burgisch. Ein bisschen dezenter. Eine schicke Sonnenbrille kann man dran pappen. Das ist so ein bisschen over the top, wie man so schön sagt, ne? Das gefällt mir nicht. Haben wir noch irgendwas anderes? Punk haben wir schon gesehen. Hier kann man hier noch irgendwas. Ah, da kann man das so richtig hier krass. Mal ein bisschen mehr Grün rein, weil ich mag ja Grün zu sehr. Was ist das jetzt für eine Farbe? Die taucht nicht auf. Die macht auf Bauch keinen Einfluss. Oder macht die hier einen Fuß? RIP? Nein. Nö, macht scheinbar keinen Einfluss, was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Ohrringe haben wir. Punk, Hartdacht, Augen, Humanoid, Narbe, Tattoo. Gibt's dann am. Achso, ansonsten das Optische. Die gute Frau ist jetzt eigentlich ja nicht so übel. Wie groß ist sie? 1,80, ne? Ich mag nicht große Frauen, ich stehe nicht so ganz auf große Frauen. Also hat nichts damit zu tun, dass ich nicht ganz Frauen aufblicke, im übertragenen Sinne, aber im praktischen Sinne weckt das ja mein Beschützerinstinkt, wenn die Frau kleiner ist. Augentiefe? Was war das gerade für ein Geräusch? Hat die gerade bzzz gemacht? So, Augentiefe, Augengröße ist sehr schön, Augenhöhe passt, gefurchte Brauen. Fehlt mir gerade eine gefurchte Augenbrauen. Was sind die Augenbrauen? Augenbraue. Gibt's? Wie sind die? Können wir so richtig schöne Pink dazu packen? Dieser Pony, also dieser Ding ist ein bisschen. Mal kurz schauen, ob es noch was anderes gibt, was mir vielleicht besser gefallen könnte. Zöpfe. Nee, ich glaube, das lassen wir ja mal beide Punk. Was haben wir denn noch? Augebefestigung keins. Das sah komisch aus. Wangenknochen. So viel kommt jetzt eh nicht bei rum. Außer, dass es massiv wieder ruckelt, ich weiß schon. Muss man noch brauen. Wieder schon erstmal, was gibt's denn noch? Rest passt mir eigentlich ganz gut. Körper, Halslänge, Größe hatten wir schon. Weiblich ist weiblich. Nee, verführerisch ist die nicht. Sie ist ein Borg, bedächtig Angeber. Weiblich Standard, niedlich. Bäh. Verführerisch. Ein bisschen mehr. Naja, ich glaube, so ein lenter Schatten hat sich schon weg. Das passt ganz gut, wenn sie da so schaut. Ich kann noch mal kurz schauen, im Kopf, da gab es noch die. Mensch. Warum ist jetzt hier bogifiziert nicht mehr so bogifiziert? Ich bin euch aufgefallen, das ist ein bisschen Püppchengesicht, Mensch, drin. Warum ist das jetzt nicht mehr so?
infizierter Brook sieht dann so infiziert aus irgendwie. Ach, beim Grundton? Ne. Den lassen wir mal schon so. Im Maker wollen wir mal schauen. Vielleicht beim Maker. Oh yeah, Tine Wittler in Aktion. Wollen wir dann irgendwie die Schule vorwiegen? Sagen wir ein bisschen dezenter. Nur die Augenbrauen noch ein bisschen. Lass uns mal dabei. Wie gesagt, kann man ja später noch ändern. Ansonsten, Optik ist okay. Brustgröße vielleicht ein bisschen übertrieben. Das gibt nur Rückenschäden. Das werden bestimmt auch gut optimiert haben. Außerdem Kniescheibenzertrümmerer. Das muss nicht sein. Uniform, was gibt's da? Die leuchtet direkt so ein bisschen. Na, Jacke, eng, Jacke weit. Was haben wir? Einfaches Hemd. So, nicht hier Auswahl drin. Einfaches. Ah, jetzt kommt's. Das durchsichtige Zwischenmischgewölbe noch mit am besten. Was haben wir denn hier alles? Haben wir sie damals aus der Enterprise entführt? Spielfilm. Spielfilm? Ich weiß gar nicht, was ich war. Ich glaube, ich. Ach, das da. Ja. Haben wir schon gehabt. Ich glaube, sie wurde von der alten Enterprise entführt. Verguckt. So, weil da war ja damals, wenn ihr euch erinnert, in der NX wurde ja auch mal Dingens hier. Das wäre ich dann schon ein bisschen arg übertrieben. Nehmen wir hier mal so ein bisschen Bluderhosen, Gürtel, ja. Boah, ist ja plötzlich kalt, ist so ein Gürtel auf der nackten Haut. Ob, dann nehmen wir dann aber hier auch hier Spiegeluniversum. Ja, dass der mal nachfragen muss, wenn ich meine, hat's doch. Und ein Bajorano. Achso, das sind die hier. Bajorano. Zum Descan. Capri-Hose. Ja, haben wir natürlich ein paar Mal. Ist, macht Sinn. Stiefel, Leder. So ein paar schöne Stiefel, Bajorane, weiche Kampfstiefel. Welchen die anderen Sachen können wir leider. Was ist denn das? Ist irgendwie so leuchtend. Naja. Gefällt mir auch noch nicht so ganz. Keilabsätze gibt es ja auch schon aus dem Spielfilm, okay. Aber irgendwie sind die alle so Kampfstiefel. Habe ich die Füße so klein gemacht? Körper. Mal kurz kommen. Fußhöhe, nee, Fußgröße ist eigentlich so ziemlich groß. Irgendwie sieht das noch nicht so richtig. Das gefällt mir noch nicht. Das sieht aus, wenn sie wirklich jemanden in den Arsch treten mit den Schuhen. Na, wie abartig ist das denn? Hab ich irgendwas vergessen, sonst einzustellen, weil das irgendwie so Armlänge, noch mal ein bisschen länger, Hüft. Machen wir erstmal ein bisschen Frau aus ihrer. Beinemasse ist eigentlich okay. Fußweite. Sagen wir das heißt, Unterschenkelmasse. Irgendwie wirkt die so extrem dürr. Ich weiß auch nicht. Wo muss er eigentlich werden? Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden, ehrlich gesagt. Oder ist sie zu klein geraten, dass das nicht so komisch aussieht? Ich will mich eigentlich nicht irgendwie drehen. Augen? Ach, hier! Das habe ich ja noch gar nicht so gesehen. Das sieht kaputt aus. Ja, das ist ja so Programmierer-Ton. Immer hier besichtigen. Sie darf ja trotzdem auf sich achten, auch wenn sie mal eine Burg war, oder? Ich bin trotzdem noch so ein bisschen unbekleidet, Rang, Abzeichen.
Kleider, Uniform. Na, haben wir nicht. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Alternative Zukunftsvariante, Spielfilm. Enterprise. Ja, mach's halt dran. Ich bin echt noch nicht so richtig. Nee, ich bin nicht zufrieden. Das ist. Das war irgendwie beim Klingon einfacher, glaube ich. Ich weiß nicht. Was gibt's denn noch? Knöchellang. Muss ich mal hier durchschauen. Da gibt's jetzt deeper. Lang. Achso, das ist immer der Gürtel. Ich schau mal beim Gürtel rein. Das ist kein Wunder, das ist eine. Was ist das? Spielfilm? So, nochmal eng. Unten. Jetzt diese lustigen Dinger, die mag ich aber gerade nicht. Knielänge. Da gibt es überhaupt nichts zur Auswahl. Also hier Gürtel, Füße, Knöchellang. Das war also Knielänge, Knöchellang. Nein. Also bleiben wir bei dem. Da muss irgendwas drin sein. Komm, machen wir halt eine klassische Dingens hier. Spiegeluniversum, Bajorane Abzeichen. Komm. Sie sind Burg, sie kann mit dem Implantat reden. Gürtel haben wir. Füße. Nehmen wir erstmal hoch. Dann müssen wir mal schauen, mal die. Also Kluft muss man dann andere kaufen bei Gelegenheit. Lassen wir erstmal so. Denke ich. Guck mal, ich hab doch gar nicht geschaut, weil. Ist das jetzt weg? Och nee, ja. Ist das jetzt tatsächlich weg? Das ist jetzt aber so blöd. Ich meine, das ist jetzt nicht so. Da. Ich mach's nochmal schnell zusammen. Wir hatten Punk. Wir hatten beide Punk. Die Augen hatten wir humanoid. Wir hatten, glaube ich, eher Ditte. Wir hatten die allgemeine, von mir aus, bisschen blass. Wir hatten. Ditte und Augenbrauen hatten wir schön hier. Eher sowas Helleres. Und wir hatten bei. Die Augen machen wir auch eher. Wo sind ja. Hier kann ich bei Augenfarben ganz andere Sachen auswählen. Bläulich. Und bei der Haartracht machen wir. Das ist noch besser hier. Machen wir hier ein schönes farbenfrohes Grün. Noch frohes Blau oder so ähnlich. Ja, so ein bisschen. Tattoo haben wir keinen gehabt. Augen haben wir nicht. Augenbraue erhöht. Machen wir erstmal die dahin. Da haben wir noch ein bisschen mehr von dieser Farbe drauf. So. Weil es ist auch ein bisschen mehr Burg noch, weil sie ein bisschen die Farbe nicht ganz so hat. Da haben wir ein bisschen da, Augenbrauenposition, Augentiefe ein bisschen höher nehmen. Weil mittlerweile weiß ich noch, was ich hatte. Körper. Die Größe müssen wir ein bisschen abnehmen. Hüftbreiten hat er offensichtlich übernommen. Hüfttiefe noch ein bisschen. Ein bisschen längere Arme. Ja,
Körper. Schauen wir gleich mal rein. Sierra Experimentell, wie schaut's aus? Ja, wie im Sport, Dress, auch nicht schlecht, aber ich habe da, glaube ich, einen Körper. Diese Monsterhuben, diese Küche, haben wir da nochmal ein bisschen wegmachen. So. Wirkt immer noch ein bisschen spitz. Aber ich glaube, können wir nachher noch ganz kurz Uniform. Uniform. Körper, Kopf, Uniform. Sierra. Tunika, Kleider, Body. Blau, ne? Vielleicht nehmen wir doch. Das machen wir nur noch, weil das gefällt mir eigentlich nicht ganz so. So. Luft. So, jetzt wird es natürlich noch lustig. Wir brauchen einen Namen. Den habe ich so ein bisschen vorbereitet. Levati. So. Wenn ich jetzt wüsste, was ich noch auf einem anderen Account hätte, könnte ich was verlosen. Ich weiß nicht, ob ich noch... Ich würde sagen, wem es sagt, aus welcher Science-Fiction-Serie dieser Name ist, Levati, der bekommt, ich sag mal, einen Lockbox-Schlüssel. Und das schreibt ihr mir am besten in die Kommentare unter das Video. Und dann werde ich per Zufall da einfach mal auswählen, wer es ist. Keine Ahnung, muss ich mal schauen, wie ich das würfeln kann. Und ich würde sagen, ich lasse das Ding einfach mal, nachdem es veröffentlicht ist, sagen wir mal, 2 Wochen laufen. Nach 2 Wochen schaue ich dann rein. Und wer es genannt hat, oder alle, die es richtig genannt haben, werden ausgewürfelt. Und dann bekommt da jemand einen Key, den schreibe ich eigentlich, also macht irgendwie euch bemerkbar, schreibt es mir am besten entweder euren Handle mit dazu oder sowas in Richtung, oder schreibt es mir dann auf Facebook oder wie ich euch kontakten kann im Zweifel. Und ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und ansonsten geht es dann genau hier in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.